Ich gehe in die Schule, er steht da. Er steht da schon seit Ewigkeiten. Vielleicht sogar so lange, wie ich in der Schule stehe. Oder noch sehr viel länger. Er stand vielleicht sogar da, als meine Eltern noch in die Schule gingen. Sehr geehrte Jury, liebes Publikum, die Rede ist natürlich vom guten alten Overhead-Projektor. Es ist ein Relikt aus alten Zeiten. Dennoch scheint er Neuerungen, die es an meiner Schule gegeben hat, fast schon zu überschatten. Doch jetzt stellt sich mir die Frage, wie digital ist jetzt eigentlich meine Schule? Meine Schule ist das Bundesgymnasium Damsweg. Letztens haben wir alte Computer weggeschmissen. Ich sage es Ihnen, diese Computer sind fast schon ein Fall für das Museum. Jedoch wurden sie ersetzt durch neuere. Diese sind zwar keine Hightech-Geräte, jedoch erfüllen sie definitiv ihren Zweck. Auch wenn ich in die ersten Klassen blicke, jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin bekommt einen niegelnagelneuen Laptop. Da bin ich fast schon neidisch. Jedoch bin ich auch soweit zufrieden mit den digitalen Kompetenzen, die mir an meiner Schule vermittelt worden sind. Zum Beispiel in der ersten Klasse hatte ich schon angefangen mit dem 10-Fingersystem. Weiter in der Unterstufe gab es den ECDL, den europäischen Computerführerschein. Außerdem habe ich mich in der 10. Schulstufe für das Wahlpflichtfach Informatik entschieden. Bis jetzt haben wir dort Programmieren gelernt, wir haben Spiele entwickelt und wir haben sogar Netzwerke erstellt. Deshalb kann ich sagen, ich bin zufrieden. Jetzt nur noch zum Schluss ein Appell. Wir sind schon weit gekommen, aber das Internet wird immer wichtiger und wichtiger werden. Deshalb dürfen wir jetzt nicht aufhören, die Schulen zu digitalisieren. Vielen Dank.